Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist unter anderem die Reihe zum AMX 1305, also die französische Light-Reihe, Top of the Tree diesen Monat. Die andere hin zum 60 TP, da habe ich euch ja schon mal den 53 TP vorgestellt, der in meinen Augen extrem underrated ist. Jetzt wollen wir uns heute aber mal drei Stufen aus diesem Forschungsbaum hin zum 1305 anschauen. Wir werden einmal ganz kurz jetzt hier in die Forschung reingehen und dann sehen wir hier, das ist die Reihe vom AMX ELC über den 12 Tonnen 1375, Badger 12 Tonnen, AMX 1390 und AMX 1305. Und ich persönlich habe diese Reihe ja schon mehr als einmal vorgestellt. Ich habe diese Reihe mittlerweile auch schon mehr als einmal empfohlen. Und das hat einen ganz, ganz wesentlichen Grund und das ist Homogenität. Diese Reihe baut wie keine andere Reihe aufeinander auf. Das heißt, wenn ihr die Spielweise mit dem 6er verstanden habt, versteht ihr auch die Spielweise mit dem 7er. Wenn ihr die Spielweise mit dem 7er verstanden habt, versteht ihr auch die Spielweise mit dem 8er. Die Panzer sind alle in ihrer Spielweise extrem identisch. Alle haben einen Autoloader, mit dem sie quasi noch zusätzlich zu dem gespotteten Schaden, ordentlich Schaden selber austeilen können, weil wir kennen das alle, ihr spottet euch den Arschwund, um das mal ganz plastisch zu sagen, und keiner schießt auf eure Spots, dann habt ihr immerhin noch eine Kanone, mit denen ihr selber mit den Gegnern ins Gericht gehen könnt. Ja, wie gesagt, der 12 Tonnen, das ist so der erste in der Reihe, der da anfängt, ist in meinen Augen auch einer der besten Anfänger-Lights überhaupt. Man kann nicht nur Autoloader fahren üben, sondern man kann auch sehr, sehr gut spotten üben. Ich habe hier das Abgassystem auf der 1, Lüftung und entspiegelte Optik und wir kommen damit auf 463 Meter Sichtweite. Die Crew ist jetzt auch noch nicht ganz so gut, also auch gleich die Games, die ihr sehen werdet, sind mit dieser Crew hier entstanden. Der Kommandant ist schon ein bisschen besser, aber der Rest hier, Tarnung ist fast voll und Waffenbrüder. Sonst haben wir hier nichts drauf. Also ich denke für Tier 6 eine einigermaßen realistische Crew. Auf Tier 7 ist es dann der AMX 1375. Auch hier würde ich den vertikalen Stabilisator mittlerweile weglassen und das Abgassystem nehmen. Das nächste Replay, was wir uns dann anschauen, wird die Badger 12 Tonnen sein. Hier ab Stufe 8 kann man das Sichtsystem des Kommandanten einbauen. Das ist meiner Meinung nach ab Stufe 8 dann auch Pflicht auf den Lights. Entspiegelte Optik und Lüftung habe ich hier drin. Das schwächt natürlich ein klein bisschen das Gunhandling, aber ihr werdet sehen, trotzdem funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Auf dem 1390 bin ich noch extremer auf Spotten unterwegs. Da habe ich das Abgassystem und das Sichtsystem des Kommandanten plus die entspiegelte Optik. Und dann auf der Stufe 10, da bin ich dann statt der Lüftung mit einem vertikalen Stabilisator, weil hier habt ihr nur 3 Schuss, aber die wollt ihr halt wirklich auch anbringen. Deswegen hier ein bisschen mehr auf Gunhandling. Lüftung ist weggelassen. Wir kommen trotzdem auf 483 Meter Sichtweite. Das reicht vollends zu. Und wir haben dann zusätzlich, wie gesagt, noch das Sichtsystem des Kommandanten, mit dem wir hinter Büsche spotten können und quasi die Gegner aufklären. Also, aufklären, wenn das nicht funktioniert, eine Kanone haben, mit der man selber noch unglaublich schnell, unglaublich viel Schaden aufbauen kann. Das ist in meinen Augen eine wirklich, wirklich geile Kombination. Und seitdem die Radpanzer im Spiel sind, ist diese französische Kettenleitreihe irgendwie so ein bisschen auch unter das Radar gelaufen, weil viele dann bei den Franzosen lieber nur die Radpanzer haben wollen. 1305 ist ja so ein bisschen abgestunken gegen den Panhard EBR 105, gerade auch, weil der Panhard EBR 105 in Ranked Battles und auch in Clan War eine deutlich wichtige Rolle spielt. Trotzdem bin ich der Meinung, für viele, die das Light Gameplay lernen wollen, aber auch für die Fortgeschrittenen, bietet diese Reihe so viele Vorteile. Gerade wie gesagt, dieses nacheinander aufbauende, das habt ihr sonst in keiner Reihe, das habt ihr nicht bei den Radpanzern, das habt ihr nicht bei den russischen Lights. Bei den Chinesen habt ihr das noch, aber die chinesische Leitreihe ist eigentlich durchweg, bis auf der 7er und der 8er, nicht wirklich zu empfehlen. Und hier habt ihr eigentlich keinen Panzer dabei, der wirklich schwach ist. Ja, also von dem 12 Tonnen über den 1375, über den Badger 12 Tonnen. Badger 12 Tonnen in meinen Augen auch einer der besten 8er Lights. 1390, 1305, da ist keiner dabei, wo man sagen könnte, die sind wirklich schlecht.
sondern die sind eigentlich alle sehr gut. Und nachdem wir darüber jetzt gesprochen haben, ihr habt so ein bisschen meine Ausrüstung gesehen, ihr habt die Crews gesehen, würde ich sagen, starten wir rein. Wir gucken uns eine Runde im 12-Tonnen an, wir gucken uns eine Runde in der Badger 12-Tonnen an und wir gucken uns eine Runde im 13-105 an und ich spreche nochmal so ein bisschen über die Spielweise. Ja, wie gesagt, die erste Runde ist eine Runde im AMX 12-Tonnen. Ausrüstung habt ihr gerade gesehen. Ich spiele den tatsächlich mit APCA Only. Einfach auch, weil das Gunhandling natürlich durch die Ausrüstung, die wir hier verbaut haben, ein bisschen leidet. Ihr werdet das dann auch gleich in der Badger 12-Tonnen sehen, wer das natürlich nicht will. Ich persönlich vertraue nicht so sehr auf meine Mitspieler. Man kann natürlich auch voll auf Scouten setzen und dann selber weniger Schaden machen. Aber für mich hat eine dieser Reihen, beziehungsweise einer Vorteil dieser Reihe, ganz klar, was wir schon angesprochen haben, dass ihr auch selber immer den Schaden machen könnt. Und ich leiste mir den Luxus. Müsst ihr selber wissen, ob ihr euch das leisten wollt. Das funktioniert natürlich auch mit AP-Munition. Aber dann halt dementsprechend muss man damit leben, dass halt auch mehr Schüsse bouncen oder ihr, gerade wenn ihr gegen, ja, 7er und 8er antretet, eure Kanone mit dem Standarddurchschlag, gucken wir mal ganz kurz drauf, 144, ihre Grenzen kennt. Auf der APCA haben wir hier 202, das ist für einen 6er Light natürlich extrem geil und auch unter anderem natürlich dann beim 12-Tonnen eine der Stärken. So, wir haben da jetzt den VK 2801-105 aufgeklärt. Der kassiert auch schon mal ordentlich. Also, wie gesagt, diese Kombination aus selber schießen. Ich bin jetzt auch direkt wieder in den Reload gegangen. Einfach, warum? Weil ich einmal geschossen habe. Ich musste in Deckung fahren. Ich wusste, dass ich da nicht wieder pieken will, weil auch diese 105 mm HE oder die Heat von dem VK, die wollt ihr nicht kassieren. Deswegen lassen wir es erstmal. Haben wir jetzt einen Schuss angebracht und können jetzt gucken, ob wir an anderer Stelle nochmal spotten wollen. Ihr habt mit den Lights auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Tarnwert. Die französische Light-Reihe durchgehend hat eigentlich einen sehr guten Tarnwert. Das heißt, ihr seid sowohl in der Lage, wirklich auch aktiv zu spotten, passiv zu spotten und dann, wie gesagt, dementsprechend auch in Late-Game-Situationen oder in Situationen, wo es sich anbietet, einfach den gegnerischen Light rauszunehmen, mitzuspielen. Ja, es gibt nichts Frustrierenderes als Lights, wie zum Beispiel der MT25. Der ist auch super auf Stufe 6 von den Russen. Ihr spottet, aber wenn ihr dann selber mal Schaden machen wollt, habt ihr einfach nur eine, ja, Piff-Puff-Kanone, die nicht wirklich wehtut und wo man Stunden braucht, um mal Schaden aufzubauen. Das ist bei dem AMX 12-Tonnen definitiv anders. Und diese Kombination, wie gesagt, aus Spotten und Schießen, ich kann das gar nicht oft genug ansprechen. Das ist für mich der Grund, wieso ich diese Reihe einfach so gerne spiele und warum ich auch alle in der Garage behalten habe, warum auch alle nach wie vor bei mir eigentlich ausgestattet sind mit Crews. So, Pavlak ist natürlich jetzt so eine Herausforderung. Den werden wir in dem Winkel nur schwer penetrieren. Pavlak ist ja ein relativ gut gepanzerter Sechser. Wenn wir von unten nach oben auf seine stark angewinkelte Oberwanne schießen, dann ist das halt ein Problem. Aber wir haben auch schon die nächsten Gegner im Auge. Gerade dadurch, dass wir uns auch gegen die Lights im Gegnerteam gut durchgesetzt haben, bis auf den T-50-2, der fehlt noch, aber sonst haben wir die gegnerischen Lights eigentlich gut beackert. Das ist im Übrigen auch eine Herausforderung für die Stufe 6, sage ich euch, wie es ist. Auf Stufe 6 habt ihr, wie auf keiner anderen Stufe, eine extreme Light-Schwemme. Ihr habt sehr viele Light-Grinds, die da wirklich losgehen. Dann habt ihr noch die Reward-Lights, wie den Super-Cheffy oder wie den T-50-2. Ihr habt noch den A46, glaube ich, von den Briten. Also gibt es auch noch eine ganze Menge Premium-Lights und Reward-Lights. Type 64 ist auch so ein Stats-Padder-Tank für viele, die dann sagen, hey, ich will auf jeden Fall mal ein bisschen meine Stats aufpolieren. Ich spiele Type 64, den seht ihr auch relativ häufig. Und dann habt ihr auch noch eine ganze Menge Arti. Sich da durchzusetzen, ist eine kleine Herausforderung, aber auch da ist der AMX 12-Tonnen, denke ich, was seine Feuerkraft angeht, um keine Ausrede verlegen. Ihr werdet jetzt hier nicht astronomische Schadenssummen einfahren, aber solange die Runden so laufen wie jetzt diese hier, muss ich sagen, bin ich definitiv zufrieden. Wir haben jetzt hier knapp 782 Unterstützungsschaden eingefahren, 1746 Schaden selber gemacht, 3 Kills. Das ist für Stufe 6 völlig ausreichend und ich glaube, dass man schon mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommen hat. Der nächste im Bunde ist die Badger 12-Tonnen. Wir sind in einem reinen Achtergefecht auf Westfield.
Ich hatte es ja eben auch schon angesprochen, bei den Setup-Besprechungen ab Stufe 8 kann man das Sichtsystem des Kommandanten verbauen. In meinen Augen auf jedem Light ab Stufe 8 absolute Pflichtveranstaltung. Und hier haben wir jetzt den LT-432 als Gegner. Ich bin ein Freund davon, gerade auf solchen Karten wie Westfield in einer einstufigen Situation immer direkt aggressiv zu spotten. Das werden wir jetzt auch tun. Dafür bietet es sich tatsächlich an, in die Mitte zu fahren. Ihr habt da die Möglichkeit, wenn ihr hier unten in diesen Bereich reinfahrt, sämtliche Panzer zu spotten, die hier hochfahren. Natürlich nur die, die nicht ganz so schnell sind. So ein LT-432, falls der da hochfahren sollte, oder ein Borask, die sind in der Regel schon durch. Aber so die Normalgeschwindigkeitsmediums wie CS-52 Lease, T-54 Mod, da fahren ja eigentlich immer genug hoch. Die kann man schon erwischen und die kann man dann auch spotten. Ihr müsst natürlich nur vorsichtig sein, wenn euch hier der LT entgegenkommt, dann kann das auch zu Problemen führen. Deswegen macht euch immer darauf gefasst, dass ihr im Zweifel abdrehen müsst. Wir haben jetzt hinter uns zwei Skorpione stehen. Wir haben eine ganze Menge Mediums, die mit auf die Seite gefahren sind. Und da ist auch schon der erste Schuss auf den Borask geflogen. Also man kann hier in kürzester Zeit, wenn die TDs aus eurem Team mitspielen, extrem gut Unterstützungsschaden aufbauen. Da ist jetzt schon der nächste Schuss geflogen. 554 Schaden vom Skorpion. Da fährt jetzt der CS-52 Lease noch durch, auf den schießt leider keiner. Auf den T-54 Mod wurde geschossen. Also sind wir schon bei 1323 Unterstützungsschaden. Und dahinter kommt jetzt auch noch ein Ferdinand. Das schmeckt natürlich. Also auch da, ich meine, eure TDs, die werden euch das danken. Solche Treffermöglichkeiten kriegen sie auch nicht alle Tage. Und dadurch, dass wir jetzt quasi gesehen haben, dass das Gegnerteam quasi so ziemlich alle Panzer schon offengelegt hat. Die Borast sind klar, wo sie sind. Der LT war schon draußen. Habe ich mir gedacht, okay, komm, schmatzt du selber mal ein bisschen mit rein und holst dir da den Ferdinand. Jetzt hier ist besser nicht zu schießen. Dann würden wir aufgehen. Also wenn ihr schießen wollt, dann immer so weit zurückfahren, dass der Busch quasi wieder komplett nicht durchsichtig ist. Ich denke, das muss ich nicht ansprechen. So Sichtsystem sollte man in Lights zumindest schon in groben Zügen verstanden haben. Also wenn ihr mit den Busch-Mechaniken nicht vertraut seid, solltet ihr euch damit erstmal vorher noch auseinandersetzen, um dann keine Fehler zu machen, gerade wenn ihr auch selber Schaden machen wollt. Eine gewisse Zeit kann man hier noch stehen und gucken, ob man hier vielleicht noch was abbekommt, ob man noch auf irgendwas schießen kann oder vielleicht selber nochmal Unterstützungsschaden bekommt. Danach sollte man dann aber zusehen, dass man abdreht und sich neue Optionen suchen. Und die neuen Optionen können natürlich auch sein, einfach mal da in die Heavys reinzuballern. Weil ich mich natürlich auf der Karte schon ein bisschen auskenne, habe ich gesehen, dass der M3Y da sehr aggressiv overpeakt. Und wenn ihr sowas seht, wenn ihr da einen Blick für entwickelt habt, dann könnt ihr euch natürlich hier schnell in eine Stellung bringen, wo ihr quasi dann mit reinhämmern könnt. Er wird uns im schlimmsten Falle jetzt spotten. Na, macht er nicht. Also, wenn er jetzt eine gute Crew gehabt hätte, hätte er uns ja auch trotz des Busches gesehen. Hat er nicht, umso besser. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht noch einen der TDs, SAPTK etc. Su 130 PM fehlt ja auch noch. Also da gibt es ja noch ein paar Panzer, die wir hier vielleicht noch spotten könnten. Da ist gerade die Su 130 PM aufgegangen. Ich bin auch gespottet worden. SAPTK kommt da nochmal hoch. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Verbindung aus selber unglaublich gut spotten können und selber unglaublich gut Schaden machen können, gibt es sonst bei keiner anderen Leitreihe. Und das ist letztendlich was, was mich extrem anspricht, diesen Autoloader zu haben und gleichzeitig aber zu wissen, ja, man kann sich auch mit einem LT-432 anlegen oder auch auf Stufe 10 mit einem T-100 Light. Also da muss sich der AMX-1305 oder jetzt in diesem Fall hier die Badger 12 Tonnen nicht verstecken. In meinen Augen ist die die Badger 12 Tonnen, das hatte ich ja auch eben schon gesagt in der Garage, der beste Forschungsbaum Light auf Stufe 8. Also mir fällt da jetzt eigentlich nichts ein, was besser sein würde. Der LTTB hat auch seine Momente, aber Badger 12 Tonnen einfach das beste Komplettpaket in Form von Feuerkraft, Aufklärungsmöglichkeiten und Tarnwert. So, wir haben jetzt ja auch nochmal dem TNH einen reingedrückt, haben ihn schön in die Seite gefeuert. 8:5. Also, die Runde sieht zwar gut aus, aber ganz sicher gewonnen ist sie noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen gucken.
Man tendiert auch immer schnell dazu, dann sehr, sehr gierig zu werden. Ne? Gerade wenn jetzt hier auch noch dann so ein Heavy übers offene Feld kracht. Also ich bin da auf jeden Fall jemand, der dann sehr schnell ziemlich gierig wird. Erster Kill. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei knapp 6000 kombinierten Schaden. Gerade mal in 5 Minuten. Skorpion hat sich auch aufgelöst. Und da hinten sind jetzt noch M3Y, ISO 152. Was haben wir noch? KV4, IS3. Er hat uns, glaube ich, jetzt gespottet. Übrigens, eine Sache, die wir jetzt sehen werden, darauf müsst ihr achten. Wenn ihr getroffen werdet mit HE, dann ist es relativ schnell so, dass ihr auch mal brennt. Ja? Also eine Sache, die die französischen Lights auch mit sich bringen, allesamt. Sie sind sehr anfällig für HE-Treffer. Und wenn ihr von HE getroffen werdet, dann fackelt ihr auch ziemlich schnell. Also auch das haben wir jetzt hier gesehen. Das ist eine Sache, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Trotzdem würde ich sagen, mit über 6000 kombinierten Schaden war das hier eine sehr, sehr gute Runde. Und unser Team hat, glaube ich, nicht zuletzt durch unsere tatkräftige Unterstützung hier den Sieg davon getragen. Ja, diesmal sitzen wir in der Königsklasse 1305 gegen 1305 in einem 10er Only Battle. Und ihr kennt das alle selber. Ihr spottet und keiner schießt. Ihr macht keinen Schaden durch Aufklärung. Aber, genau, in 1305, wie auch in allen anderen Panzern dieser Reihe, habt ihr den Autoloader, der es euch ermöglicht, Schaden zu machen. Wir haben hier zum Beispiel 3 Schuss, 390 Schaden und der Clip wird ziemlich schnell nachgeladen. Ihr habt die APCR mit 234 Durchschlag und ihr habt die Heat mit 280 Durchschlag. Die Heat verliert halt auf Distanz keinen Durchschlag. Die APCR, wie bei allen 10er Lights, verliert auf Distanz extrem schnell. Schneller als bei Mediums oder Heavies der gleichen Stufe an Durchschlagskraft. Auch das ist eine Sache, die man wissen muss, dass die 10er Lights auch dadurch ein bisschen gebalanced werden, dass sie, wie gesagt, auf der Standardmunition extrem schnell an Durchschlagskraft verlieren. Wir haben jetzt da den 1305 gespottet. Kann leider keiner drauf schießen, also was machen wir? Wir übernehmen es selber, einmal schießen, direkt in den Reload gehen und wieder in Deckung fahren, weil ihr euch sicher sein könnt, wenn ihr schießt, dann seid ihr auch aufgeklärt worden. Unser E50M lässt sich da gerade wegholen, das ist natürlich extrem ungünstig. Der 1305 hat zwar jetzt kassiert, aber im gleichen Atemzuge wurde auch unser TD weggemacht. Da hinten stehen also noch ein paar TDs, 268 hat unsere Fosch weggeklärt. Es wird auch noch im Gegnerteam irgendwo eine Fosch 155 und ein FV stehen. So, und jetzt ist es an euch, halt in solchen Situationen 121B gegen das 277. Wir haben noch einen Badger, wir haben noch einen FV 215B 183, der hat leider gerade geschossen. Ich bin jetzt hier runtergefahren, weil ich unserem 121B helfen wollte. Mich quasi in den Rücken setzen von dem 277. Da ist er. Und wir haben ihn sogar angezündet mit dem ersten Schuss. Der zweite Schuss geht auch rein. Und der dritte Schuss bounced leider. Über mir ist der Leopard aufgegangen. Der bleibt da im Übrigen so stehen. Also beste Chancen eigentlich für den Badger, hier drauf zu schießen. Aber es schießt keiner. Auch der FV versucht da nicht nochmal blind reinzuschießen. Der müsste nämlich mittlerweile nachgeladen sein. So. Jetzt wichtig beim Hochfahren hier, uns fehlen ja noch ein paar TDs. Wir wissen, das 268 muss da irgendwo stehen. Wir wissen, der Fosch könnte da irgendwo sein und der FV war auch noch nicht gespottet. Das heißt, hier einmal kurz pieken, sofort wieder zurückfahren, gucken, ob der sechste Sinn angeht. Geht nicht an, das heißt, da steht keiner oben in dem Busch. Und es ist zwar nicht ganz gefahrlos, aber zumindest haben wir unseren Teil erledigt und haben hier geprüft, es war niemand mehr da. Und jetzt geht es im Prinzip darum, die Gegner zu finden und zu eliminieren. Und im besten Falle mit Hilfe des FVs und des Badgers, wobei der Badger gerade in die andere Richtung guckt. Ihr seht das, wenn ich die Minimap ein bisschen größer mache. Er steht hier gerade drin und aimt nach da. Bisschen blöd von seiner Seite. Wenn er sieht, hier fährt der Light hoch, dann hätte man jetzt hier nämlich den Leopard gut wegklären können. Der Leopard fährt da auch durchs Offene. Unser FV schießt daneben und der Badger guckt leider nicht. Dumm gelaufen, aber das ist halt manchmal auch das Leiden des Lights. Wie gesagt, der Badger von da, wo er steht. Unser Team hat da die Flanke gewonnen. Der Badger kann da auf überhaupt nichts schießen. Hat er jetzt auch realisiert. Da kommt auch nichts mehr. Das heißt, er verschiebt sich jetzt wieder in die Mitte. Bisschen spät. Sonst hätte er hier den Leopard rausklären können.
So, ich habe mir jetzt hier den Busch umgeworfen. Da kommt das 268. Das wurde auch schon blind getroffen, vielleicht vom RV. Ist jetzt das erste Mal aufgegangen. Wir können ihn rausnehmen. Ich gehe sofort wieder in den Reload, weil ich der Meinung war, es könnte sein, dass mich der Leopard oder der SCB hier gleich pushen kommen. Da hinten steht jetzt auch noch der RV. Also, wir wissen jetzt bis auf den Fosch eigentlich, wo alle sind. Arti wissen wir, dass die Arti auch hier irgendwo aus dem Bereich feuert. Das haben wir jedenfalls jetzt schon zwei, dreimal gesehen. Also der muss hier auch irgendwo stehen mit seiner Arti, wo der Leopard stand. Arti hat mir auch angezeigt, dass sie mir hier helfen will gegen den Leopard. Das jetzt zum Beispiel ein bisschen blöd von unserer Arti, habt ihr gerade gesehen. Er hat da jetzt wirklich noch versucht, auf die Arti zu klicken, obwohl ich einen Autoloader habe. Er hat den Schuss einfach verschwendet, weil es war ja ziemlich klar, dass ich hier die Arti in der Situation wegmachen kann. Aber gut, das muss jeder für sich selber wissen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 2300 Schaden. Spotting ist einfach nichts bei rumgekommen. 140 Aufklärungsschaden. Auch jetzt hier den Leopard hinter seinem Stein gespottet. Das wäre jetzt ein guter Punkt gewesen, wo man hätte sagen können, okay, da kann man reinklippen. Fosch haben wir gespottet. Fosch kassiert jetzt aber leider auch nicht mehr. Unser Arti hilft uns ja auch nicht gegen den Leopard. Müssen wir selber machen. 3000 Schaden und dadurch, dass wir jetzt hier den Fosch gespottet haben, immerhin noch 485 Unterstützungsschaden dazu bekommen. Ja, und ich war jetzt im Reload, habe eigentlich jetzt gehofft, dass ich noch vielleicht was von dem SCB abbekomme oder von dem Fosch. Mal gucken. SCB kassiert aber schon, wird da vom T110E5 angegangen. Objekt 140 schießt auch mit rein. Und das bedeutet für mich, SDB, kann ich einen Haken dran setzen, kriege ich nichts mehr von ab. Aber ihr sitzt ja in einem Autoloader, wo immer ihr die Möglichkeit habt, nochmal ranzufahren. Einfach schießen und die Runde verbessern. Den Kill kriegen wir zwar nicht mehr, 3 Kills haben wir trotzdem gemacht. Und wenn ich schon keinen nennenswerten Unterstützungsschaden bekomme, dann kann ich wenigstens mit sowas wie einem AMX 1305 quasi auch Mini-Badget spielen und meinen eigenen Schaden aufbauen. Und so haben wir jetzt hier wenigstens mit den 3700 Schaden eine gute Runde für uns selber gehabt, auch wenn auf unsere Spots relativ wenig geschossen worden ist. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt im 12-Ton, war erster Klasse. Wir haben 1746 Schaden, 782 Unterstützungsschaden, 3 Kills gemacht. Also hier nicht nur Top Damage, sondern auch Top XP gemacht. Ich denke, dann hat man definitiv immer was richtig gemacht. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf. 14 Mal geschossen, 12 Mal getroffen, 11 Mal penetriert. Die zweite Runde in der Badger 12 Tonnen war auch erster Klasse. 3322 Unterstützungsschaden, 2759 Schaden und ein Kill. Also kombiniert mehr als 6000 Schaden. Gucken wir hier ganz kurz drauf. 1208 Basis-XP ist auf der Badget nur erster Klasse. Bedeutet, die wird auch dementsprechend stark gefahren. Auch das unterstreicht, glaube ich, meinen Punkt, dass die Badget 12 Tonnen definitiv einer, wenn nicht der beste 8er Forschungsbaumlight überhaupt ist. Wir haben 18 Mal geschossen, 18 Mal getroffen, 17 Mal penetriert. Also auch ohne das Gunhandling-Setup ist dieser Panzer durchaus sehr gut zu gebrauchen, auch zum eigenen Schaden austeilen. Wir sind hier immerhin auch Dritter an Schaden geworden, hat also dementsprechend gepasst. Gucken wir auf die letzte Runde, auch das war erster Klasse. 625 Unterstützungsschaden, 5 Gegner aufgeklärt, 3794 Schaden, 3 Kills. Gucken wir hier ganz kurz drauf, 1099 Basis-XP. Von Schaden her sind wir auch Zweiter in einem Zehnergefecht geworden. Also manchmal, wenn es halt nicht reicht, nur aufzuklären, sondern man auch mit eigenem Schaden dafür sorgen muss, dass die Runde gewonnen wird, dann mache ich das auch gerne. Ich habe jetzt lange genug drauf rumgeritten. Ich hoffe, dass der Punkt klar geworden ist. Für mich die homogenste Reihe in World of Tanks, wenn es um das Leitfahren geht. Von Stufe 6 bis Stufe 10 spielen sich alle Panzer gleich. Alle sind auf ihrer Stufe jeweils sehr, sehr stark und eignen sich bestens sowohl zum Spotten als auch zum Passivspotten, als auch zum selber Schaden austeilen und Gegner killen. In dem Sinne, falls es euch gefallen hat, falls es euch geholfen hat, bei eurer Entscheidung darüber nachzudenken, diese Reihe zu gehen, lasst dem Ganzen gerne ein Like da. In meiner großen Leitschule habe ich auch nochmal gesondert
extra Replays für jede Tierstufe einzeln aus dieser Reihe, weil ich diese Reihe auch schon mal, wie gesagt, in der großen Leitschule behandelt habe. Da habt ihr dann zu jedem Panzer nochmal 3 extra Replays. Wer sich noch ein bisschen mit der Spielweise auseinandersetzen will, der kann da gerne reinschauen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein!